Oh, wie süß sie mich beobachtet. Jetzt brauche ich Lippenstift. Diese Farbe sollte passen. Wow, Lippenstift ist so schön. Oh, magst du den Lippenstift? Ja! Okay, du kannst es ausprobieren. Ja, Lippenstift. Och, du bist so süß. Wenn ich Lippenstift trage, bin ich auch erwachsen. Ach, du meine Güte, bezaubernd. Ich werde so hübsch wie Mama. Ich wette, der schmeckt auch gut. Ah, stopp. Oh mein Gott, ich habe ihn gerettet. Lippenstift ist nicht zum Essen da. Vielleicht habe ich eine Lösung. Ich hole den Lippenstift aus seinem Behälter. Perfekt, und jetzt noch das Innere reinigen. Schön sauber, super. Jetzt zum nächsten Schritt. Rosa Schokolade. Ich nehme immer nur einen Löffel voll und schmelze ihn unter einer Kerzenflamme. Das sollte nicht so lange dauern. Jetzt kann ich sie einfach in den Lippenstift gießen. Ich fülle ihn bis zum Rand auf und jetzt noch abkühlen und fest werden. Ja, er ist fertig. Schau mal, was ich für dich habe. Das ist dein eigener, besonderer Lippenstift. Der riecht lecker. Keine Angst, den darfst du sogar essen. Ja, Lippenstift. Das schmeckt lecker. Und jetzt bin ich hübsch. Bereit fürs Bett, Liebes? Machen wir es dir gemütlich. Okay, Schlafenszeit. Ich räume noch schnell das Spielzeug weg. Danke, Mom. Was ist das denn? Ist da jemand? Oh nein, das kann nicht sein. Ein Monster? Ah! Nicht weggehen! Was machst du? Schon gut, Schatz. Du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warte kurz, ich räume hier schnell auf. Das Klebeband könnte nützlich sein. Ich denke, ich weiß, wie ich ihr helfen kann. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Nimm eine Rolle und leg sie vor dir hin. Klebe dann zwei Streifen über die Rolle. Genau so. Und nun malst du das Klebeband aus. Nimm verschiedene Farben, um ein Muster zu machen. Wir machen einen Regenbogeneffekt. Ich lege mein Telefon hier hin, aber das Licht muss an sein. Wow, das ist eine Nachtlampe. Nun kann mich das Monster nicht mehr holen. Nacht, Mom. Oh, ich bin auch müde. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ah, das fühlt sich gut an. Warte, was ist das für ein Geräusch? Nope, ich brauche meine eigene Nachtlampe. Jetzt werde ich süße Träume haben. Das wird großartig werden. Ich liebe den Pool. Mami, ich will schwimmen gehen. Oh, natürlich, Liebes. Ich hol gleich deine Schwimmflügel raus. Oh, wo sind die denn? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt. Olivia, stell dich mal da drüben hin. Warum? Wie wär's mit einem Ruder? Auf keinen Fall, nein. Schwimmt Karton? Das ist eine ganz schlechte Idee. Mami? Das geht nicht. Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Hier ist ein Schwimmreifen. Hey, Lady, der gehört mir. Such dir einen eigenen. Ich versuch's ja. Wenigstens habe ich eine Poolnudel. Warte mal, die kann ich gebrauchen. Schneide einen Teil der Poolnudel ab. Dann schneide mit einem Messer die Scheiben ab. Schneide dann das ganze Teil auf. Wiederhole das mit verschiedenen Farben. Und nun brauchen wir Kabelbinder. Fädle ihn durch die Löcher von zwei Schaumstoffscheiben. Und dann einfach festziehen. Mit den Kabelbindern werden die Scheiben miteinander verbunden. Und den Überschuss abschneiden. Nun kannst du schwimmen gehen. Ich fühle mich total schick. Mami, guck mal her. Arschbande! Guck mal, ich schwebe. Oh, das ist so fantastisch. Du siehst gut aus, mein Schatz. Und ich kann mich entspannen. Hey, das ist cool. Ich will auch so eine Weste.
Im Sand spielen macht Spaß. Freut mich zu hören. Ich bin gespannt, wie der Sand schmeckt. Oh nein, halt! Lass das lieber. Gib mir den Löffel. Das kann man nicht essen. Wobei, ich habe da eine Idee. Daran hätte ich früher denken können. Die Kekse kommen in den Mixer. Dann werden sie zerkleinert. Die Kekse sollen aussehen wie Pulver. Das Kekspulver kommt auf ein Tablett. Liebling, hier, das ist für dich. Oh, noch mehr Sand. Den kann man sogar essen. Danke, Mami. Gern geschehen. Also gut, Anni, jetzt gehst du schön aufs Töpfchen, okay? Ich muss gar nicht. Und das Töpfchen ist mir unheimlich. Das macht monstermäßige Geräusche. Es wird mich auffressen. Und das Töpfchen ist so kalt. Ich will nicht frieren. Da gibt es eine Eisprinzessin, die lebt im Töpfchen. Sie macht es so kalt. Mir ist kalt. Ich hasse das Töpfchen. Ich gehe da nicht drauf. Zu kalt? Ach, das tut mir leid, mein Schatz. Ist ja gut. Ich lass mir was einfallen, damit dein Popo nicht friert. Die kleine Bommel an ihrer Haarspange könnte die Lösung sein. Ich muss nur ein paar davon hier draufkleben. Dann ist die Klobrille nicht mehr kalt. Ich brauche nur diese Bommeln und etwas Heißkleber. Und klebe damit die Klobrille voll. Für dich, Anni. Versuch's mal. Das sollte jetzt schön warm sein. Juhu, ist nicht mehr kalt. Mir ist warm. Ich liebe die neue Klobrille. Oh, ich muss die Spülung drücken. Guck, da ist die Eisprinzessin. Sie versucht, das Töpfchen kalt zu machen. Aber jetzt bleibt es warm. Hau ab, Kloprinzessin. Wie kann dieses Kind das nur wagen? Es ist ganz schön dunkel hier draußen. Du siehst müde aus, mein Schatz. Leg dich hin. Ich hoffe, hier draußen gibt es keine Bären. Oh, so gemütlich. Ich bin echt froh, dass wir das machen, weißt du? Schläft Lilly schon? Es geht doch nichts über ein erschöpftes Kind im Urlaub. Und ich bin auch total müde. Ich ruhe meine Augen kurz aus. Was ist denn draußen los? Es ist ein Monster. Das hat riesige Pfoten. Weiß es etwa, dass wir hier drin sind? Mama, Mama, wach auf. Ich bin gerade erst eingeschlafen. Wenn du mich nicht rettest, wer dann? Oh nein, ich glaube, es kommt näher. Es versucht, in das Zelt zu kommen. Wer schreit da? Lilly, was ist denn los? Da ist ein riesiges Monster mit riesigen Pfoten. Es ist direkt vor uns. Nimm dieses Licht, um etwas besser zu sehen. Ich bin nicht gerne im Dunkeln. Schon besser, oder? Was zum... Du meine Güte, dein Gesicht hat mich total erschreckt. Ach, das ist zu hell. Aber das kann ich ändern. Verwende einen leeren Milch- oder Wasserkarton und lege das Licht einfach oben drauf. Befestige es so, dass es sich nicht verschiebt. Und das sollte das Licht ein wenig abschwächen. Ist das nicht toll? Keine Dunkelheit mehr. Mir geht es schon viel besser. Jetzt kommen keine Monster mehr in unser Zelt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Schlaft gut, meine kleinen Menschen. Was? Ich weiß nicht. Weiter zum nächsten Campingplatz. Wow, Schule ist aus. Die brauchen wir nicht mehr. Lass uns ein Spiel spielen. Das hier wird dir gefallen. Los, 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 du schaffst es. Das ist so lustig. Also, du drehst die Haare so rum. Oh, verstehe. Papa! Oh, oh. Hey Mädels, ich bin zu Hause. Was macht ihr da? Ihr kennt die Regeln. Erst wird gelernt. Oh, das war Sophias Idee. Was? Ich bin enttäuscht. Das werde ich jetzt nehmen. Gib es mir. Nein, bitte nicht. Niemals. Wieso seid ihr so stark? Hab es. Oh. Das ist unfair. Das ist mir egal. In diesem Haus wird gelernt. Was für eine Schande. Die Luft ist rein. Zum Glück haben wir Ersatz. Und ich habe eine Idee. Wir kleben es an die Stuhllehne. Oh, ich liebe dieses Video. Nein, das ist unglaublich. Hörst du das? Das ist Papa. Schnell. Schnapp dir ein Buch. Seh beschäftigt aus.
Mädels? Ha. Das ist total interessant. Das sind meine Mädels. Ich hab's ja gesagt, lernen macht Spaß. Er ist weg. Wo waren wir? Oh ja, das ist super. Komm schon, nein, nein, nein. Ist jemand zu Hause? Ist das die Tür? Papa! Hm. Aufmachen! Papa! Hat jemand was gesagt? Das war wahrscheinlich nichts. Na dann, zurück zu meinem Buch. Hey, ich weiß, dass jemand zu Hause ist. Oh, komm schon! Ugh. Okay, ich mach auf. Du hast aber lange gebraucht. Egal, hallo. Ich habe ein echtes Schnäppchen für dich. Diese lebensverändernde Pfanne. Ich bin daran nicht interessiert. Wie wäre es mit diesem wunderbaren Staubsauger? Dein Zuhause wird staubfrei sein. Nein. Okay, ich mag Herausforderungen. Wow, schau dir diesen persönlichen Reiniger an. Deine Ohren und Nase werden so sauber sein. Versuch's mal. Wow, danke, das ist cool. Großartig, jetzt gib mir, was ich will. Oh, richtig. Hier hast du ihn. Hä? Soll das ein Witz sein? Hey, mach nicht die Tür zu. Ich kann's kaum erwarten, den auszuprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. Los geht's. Das kitzelt. Das gefällt mir. Warte mal, ich hab da eine Idee. Komm her, Papa. Was ist los? Halt still. Was machst du da? Vertrau mir. So sieht's in deinem Ohr aus. Ih! Ekelhaft, das ist da wirklich drin? Das ist nicht gut, ich muss weg. Ha, ein tolles Gadget. Okay, Tina, du machst jetzt weiter. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich probiere es aus. Was ist nach 4? Oh, genau. So, was denken Sie? Was zum... Nein, nein, nein. Das ist falsch. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. So muss es sein. Na also, ist doch ganz einfach. Wir haben doch darüber gesprochen. Jetzt zurück an den Schreibtisch. Wer kann das richtig machen? Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich gehe nie wieder in die Schule. Was ist denn los, Schatz? Die blöden Zahlen waren rückwärts. Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist gar nicht gut, aber ich glaube, ich kann dir helfen. Wir werden uns in der alten Kunst des Schreibens üben. Ich habe bei den Meistern gelernt, wie Oma. Es wird nicht einfach sein, aber es wird Ergebnisse bringen. Und was passiert jetzt? Beginnen wir. Mach deinen Geist frei. Sei eins mit dem Bleistift und den Zahlen. Sie sehen, sie fühlen, sie sein. Du bist sie. Sie sind du. Das kann ich absolut. Zeig's mir. Der Stift ist eine Erweiterung von dir. Wahnsinn! Ich hab's geschafft. Ich kann's nicht glauben. Das war echt unglaublich. Ich will's nochmal versuchen. Los geht's. So einfach. Meine Arbeit ist hier getan. Moment. Ziemlich beeindruckend, was? Nein. Das ist furchtbar, Tina. Aber ich kann nicht anders. Das wird schwieriger, als ich dachte. Aber ich gebe nicht auf. Ich mache eine Zahlenschablone aus diesem Stück Pappe. Als nächstes brauche ich etwas Kleber. Ich gebe eine kleine Menge auf diese Perle. Dann klebe ich sie über die Nummer 1. Ich mache das gleiche mit verschiedenen farbigen Perlen. Ich klebe sie an den Rand der Zahlen, bis es so aussieht. Das ist die Lösung für alles, Tina. Wow, das ist echt cool. Bleib zurück, Papa. Ich muss nur die Form der Zahlen verfolgen. So ist es viel einfacher. Ich werde jetzt keinen Fehler machen. Das war's. Ich bin fertig. Du hast die Zahlen gemeistert. Du bist bereit. Ohne dich hätte ich's nie geschafft, Papa. Tschüss. Und hast du heute Glück, Tina? Ich denke, sie werden überrascht sein. Das habe ich schon mal gehört. Hm, er guckt nicht. Ich werde die Nummernschablone verwenden. Das wird ihm eine Lehre sein. Ich bin fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Deshalb habe ich graue Haare. Jetzt setz dich hin. Hm, das wusste ich nicht. Hä? Was soll das? Autsch, was ist hier los? Mist, ich dachte, ich hätte es. Noch ein Stück Kaugummi. Hm, zäh. Das ist so ärgerlich. Tina,
Warum ist hier überall Kaugummi? Oh, ich verstehe. Versuchst du, eine Kaugummiblase aufzublasen? Lass dir von deinem Papa zeigen, wie es geht. Okay, hier. Ich habe ihn für dich aufgewärmt. Du ein Scherz. Nimm ein neues Stück. Es ist ganz einfach. Kaue den Kaugummi und dann puste eine Blase. Wow, das ist so cool. Ups, ich war zu ehrgeizig. Ich mach's nochmal. Pass auf. Denkst du, du kannst das auch? Los geht's. Wow, es klappt. Das war echt toll. Versuch's doch auch mal, Huggy. Oh, das ist so süß. Aber nein, das machst du nicht. Oh, das ist nicht fair. Was nun? Keine Sorge, Huggy. Alles wird gut. Wie kann ich da Nein sagen? Hm, ich habe eine Idee. Ich habe eine Zeichnung von Huggy Wuggy gemacht. Jetzt schneide ich ihn aus und mache ein Loch in den Mund. Als nächstes muss ich ihn mit Klebeband abdecken. Ich stelle sicher, dass das Band glatt ist. Ich will keine Falten. Und das macht ihn stabiler. Ich habe einen zweiten Ausschnitt von Huggy gemacht. Ich stecke ihn auf die Rückseite. Dann klebe ich ihn mit Klebeband fest. Ich stecke einen Luftballon durch das Mundloch. Wenn du Huggy Wuggy drückst, bläst sich der Ballon auf. Das macht richtig Spaß. Tina, schau dir das an. Oh, gib her. Das ist richtig cool. Und so entspannend. Huggy ist der Beste im Luftblasen. Ich wünschte, er würde es mir beibringen. Okay, noch einmal. Pass auf. Beeindruckend, was? Wow, das ist die größte Blase, die ich je gesehen habe. Schau mal, Mami, meine Puppe. Das ist schön, Liebes. Mir ist jetzt langweilig. Ich spiele lieber mit dem Teddy. Ach, mit dem bin ich auch fertig. Bum, bum. Ja, ich will neues Spielzeug. Was geht denn da vor sich? Sch, Mami mag keine lauten Geräusche. Hast du nicht einen Ausschaltknopf oder ähnliches? Na gut, nimm die Autoschlüssel. Ist okay, nimm sie. Ich wusste, dass das klappt. Das wird ganz viel Spaß machen. Wow! Das glänzt so schön. Und es gehört ganz alleine mir. Ich brauche nicht mal einen Führerschein. Schnallt euch an, es wird schnell. Sicherheit geht vor. Los geht's. Boom. Wow, ich kann gut Auto fahren. Piep, piep, aus dem Weg. Piep, piep. Wow. Hi. Guckt euch mal mein Auto an. Das ist toll. Alles okay, Liebes? Oh, okay. Ich hab's verstanden. Das ist ein schickes Auto. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Auto. Wenn es doch etwas gäbe, was ich tun könnte. Hä? Was ist das? Ist das ein Spielzeugauto? Heute ist mein Glückstag. Das kann ich Annie schenken. Aber damit muss sie irgendwo fahren können. Ich weiß, was zu tun ist. Leg ein weißes Shirt auf eine flache Unterlage. Zeichne mit einem schwarzen Stift eine geschwungene Linie. Zieh sie bis nach unten. Zeichne dann eine zweite Linie daneben, um eine Straße zu machen. Jetzt kommt die Straßenmarkierung. Wenn du damit fertig bist, male die Straße aus. Achte darauf, nicht die Straßenmarkierung auszumalen. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wird's Zeit, den Motor anzuwerfen. Hey Annie, ich habe etwas für dich. Aber das ist noch nicht alles. Wow, eine Straße. Das ist fantastisch. Bum, bum. Das ist wie eine Mini-Massage. Das ist toll, Mama. Das ist das schnellste Auto aller Zeiten. Pass auf. Hä? Ups. Schon gut, Liebes. Ich habe nur etwas Rückenschmerzen. Ja, ich liebe Poppets. Ich kann überall draufdrücken. Ja, das habe ich ihr auch gesagt, aber sie wollte mir nicht glauben. Liam, Schatz, hier sind deine Cornflakes und die Milch. Mama, hör auf. Schokoflakes, meine Lieblingssorte. Ich mache mir eine große Schüssel, weil ich Hunger habe. Ich brauche auch Milch. Die Flakes machen aus ihr Schokomilch. Hey, da ist keine Milch drin. Die ist alle. Och, da war nur noch ein Tropfen drin. Viel zu wenig für meine Flakes. Ach, ich will keine trockenen Flakes. Ich will meine Schokomilchflakes. Ach, die Flakes machen meinen Mund ganz trocken. Ich will die nicht essen. Ich stecke sie in mein Poppet. Die passen da sogar perfekt rein. Und hier kommt noch einer. Ach, Liam, du sollst dein Frühstück essen und nicht damit spielen. Ich will Schokomilch, aber die Milch ist alle.
Oh, verstehe. Mal sehen, was wir noch haben. Okay, ich denke, hier ist noch Milch drin. Ach, wir haben scheinbar keine mehr. Hä? Aber was kann ich tun, damit er sich über sein Frühstück freut? Wie schön er die Flakes in sein Poppet steckt. Und ich weiß, was ich damit machen kann. Ich brauche kurz dein Poppet. Er hat es mit Flakes gefüllt und ich habe das Eis dazu. Das ist schön weich und lässt sich leicht löffeln. Das ist die perfekte Kugel und die kommt jetzt auf das Poppet. Direkt zu den Flakes, aber ich brauche noch mehr. So, jetzt habe ich es mit Eiscreme bedeckt. Und nachdem es eine Zeit lang im Gefrierfach lag, kann ich es umdrehen. Und siehe da, es ist direkt aus dem Poppet gesprungen. Liam, ich habe eine Frühstücksüberraschung für dich. Ich habe dir ein Flakes-Eis gemacht. Wow, Eiscreme. Dann kann ich daran lecken. Das ist voll gut. Danke, Mama. Freut mich, dass du es magst. Oh, Mami muss hier rangehen. Wow, ich kann das sogar abbrechen. Das ist das beste Frühstück, das ich je hatte. Ein Glas Milch für meinen Engel. Milch kommt von Kühen, Mami. Das weiß ich doch. Schau, Mama, ich bin fertig. Ihr Name ist Daisy. Sie ist mein bester Freund. Ein schönes Bild. Das sollten wir an die Wand hängen. Hier ist ein Glas Milch. Milch? Igitt, das mag ich nicht. Oh, nicht schon wieder. Oh, die Stifte bringen mich auf eine Idee. Das ist die Lösung. Ich nehme einen Latexhandschuh und mache Löcher in die Finger. Mit Schwarz male ich ein Muster darauf. Das macht Spaß. Sieht aus wie eine Kuh. Jetzt kommt die Milch in den Handschuh. Bis oben hinfüllen. So, das reicht. Hier, für dich. Echt? Ich melke eine Kuh. Da kommt die Milch, Mami. Das Glas ist voll. Jetzt bin ich durstig. Voll lecker. Ich bin einfach ein Genie. Deine Schleife sitzt tief. Oh, schon besser. Die Krawatte sitzt auch. Alles ist perfekt. Happy Birthday! Hier sind deine Geschenke. Ich freue mich also. Juhu! Jemand Lust auf Snacks? Hier, greift ruhig zu, Mädels. Voll cool. Danke, Papa. Mädels, achtet darauf, keine Unordnung zu machen. Danke für die Einladung. Die Schokolade schmeckt mega. Das wird ein Desaster. Ich sollte besser etwas unternehmen. Immer nur aufräumen macht keinen Spaß. Immer bleibt alles an mir hängen. Na, das gefällt mir nicht. Habt ihr Lust auf ein Spiel? Ja! Wir sind bereit, Papa! Getroffen! Das ist voll cool! Juhu, getroffen! Ich hab mich mal wieder selbst übertroffen. Also gut, Liebes. Du gehst jetzt ins Bad und auf die Toilette. Die Toilette? Nein, ich hasse dieses Klo. Liebes, du musst aber. Hör auf, rumzualbern. Warte, warte, nicht weinen. Nein, nein, nein. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Warte mal, sie hat ihr Puppet. Liebes, ich brauche das. Ich nehme ein kleines Puppet aus dem Quadrat und klebe es auf die Brille. Aber ich klebe sie nicht nur auf die Klobrille, sondern auch auf den Deckel. Ich beklebe einfach die ganze Toilette. Also auch die Spülung. Wow, was für eine coole Toilette. Die ist wie ein Puppet. Das gefällt mir. Yay, ich liebe jetzt die Toilette. Die ist die beste. Papp, 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 spülen. Gut gemacht, Liebes. Uff, ich gehe dann mal. Hier draußen hat es bestimmt 1000 Grad. Das Wasser sieht echt einladend aus. Yep. Hey, Süße, lass uns ins Wasser gehen. Wer zuerst dort ist? Komme gleich. Wow, sie sieht echt hübsch aus am Strand. Die Brise tut echt gut. Mama, warte. Ist das kalt. Warte, sicher, dass du da rein willst? Moment mal. Was? Warum? Spring auf. Ist doch viel besser. Oh, cool. Ja, ich will rein. Dachte ich mir, dass dir das gefallen wird. Wow, das ist wirklich entspannend. Warte, ich habe vergessen, mich einzucremen.
Ich glaube, das ist nicht gut. Aber ich bin so weit vom Ufer. Ah. Hey, Mami. Ja? Mama, meine Haut brennt total. Es tut so weh. Oh nein, das ist schrecklich. Scheint, als hättest du einen Sonnenbrand bekommen. Oh, das muss echt wehtun. Aber Hilfe ist unterwegs. So, jetzt werden dir die Sonnenstrahlen nichts mehr antun. Viel besser. Ich habe noch eine tolle Idee für dich. Komm schon, hier lang. Lege die Luftmatratze hier ab. Perfekt. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil. Das Zelt. Binde es einfach hier fest, damit es im Wasser nicht abfällt. Und versichere dich, dass der Knoten festgebunden ist. Und dann machen wir direkt eine Probefahrt. Vorsichtig. Oh, ich bin echt gut darin. Hi, Mama. Oh, du siehst toll aus da drüben, Schatz. Du bist ja überhaupt nicht rot. Oh, ich wünschte, ich könnte das Gleiche von dir behaupten. Hm, mal sehen, wo kommen die hin? Oh mein Gott, schau dir mal diese Messer an. Das kann ich nicht so lassen. Was, wenn mein kleiner Engel daran kommt? Sie könnte sich daran verletzen. Oh nein, 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 das darf ich nicht zulassen. Ich muss das alles weglegen, dahin, wo sie nicht rankommt. Puh, schon besser. Jetzt ist sie sicher. Okay, ich räume ein paar ihrer Spielsachen weg. Moment mal, diese Tischkante ist ziemlich scharf. Fast so schlimm wie die Messer, sie könnte sich daran stoßen. Oh nein, nicht ihr süßes Knie. Ich will nicht, dass der Tisch sie zum Weinen bringt. Oh nein, 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 auf gar keinen Fall, niemals. Ich will so eine Todesmaschine nicht in meinem Haus haben. So, die Kissen verdecken die Ecken. Jetzt sind sie nicht mehr spitz und meine Kleine ist in Sicherheit. Ich darf nicht vergessen, die Tür abzuschließen. Oh, warte, die Steckdosen im Haus. Nein, was macht sie da? Sie wird sich wehtun. Nein, 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 nicht, mein Baby, sofort stopp. Du darfst niemals etwas in die Steckdose stecken. Oh, und schau dich nur an, du siehst aus wie ein Ferkel. Komm her, ich mach dich sauber. Oh, was soll ich nur mit dir machen? Hey, warte mal. Der Deckel von den Tüchern könnte die Lösung sein. Ja, da passt alles zusammen. Ich muss nur ein paar Änderungen vornehmen. So geht's. Den Deckel nehme ich einfach ab und klebe ihn vor die Steckdosen. Jetzt ist er eine Abdeckung. Das sollte ihre neugierigen Finger von der Steckdose fernhalten. Okay, sei brav, während Mami weg ist. Warte, das Bügeleisen. Oh, ich werde wohl nie das Haus verlassen können. Juhu, das ist mein Lieblingspuppet. Ich liebe Schmetterlinge. Ach, wie schön. Sie ist wie ein kleiner Engel. Oh, hallo. Dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Komm, lass uns spazieren gehen. Ja, du kannst das. Du denkst, wir könnten um die ganze Welt laufen? Schau, Baby, ein Pool. Ich schwimme gerne. Wow, oh, du hast Durst? Dann musst du was trinken. Hier, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Oh nein, wo ist sie hin? Oh, da drüben ist sie ja. Unglaublich, wie groß sie geworden ist, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Pippi, das macht keinen Spaß mehr. Oh, schau mal, da drüben liegt ein Ball. Oh, das ist auch ein schöner Ball, den mag ich. Er ist rot und blau. Hey, komm zurück, Ball. Hör auf, wegzurollen, ich will mit dir spielen. Wow, Ball, sieh mal, wie groß der Baum ist. Er reicht bis ganz nach oben und höher. Das ist der beste Baum. Baum, Baum, ich wette, ich kann dich schütteln. Nur Spaß. Ich bin total besessen von diesem Buch. Ha? Moment, wo ist sie hin? Wo ist sie? Nein, 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 sie ist verschwunden. Ich sehe sie nirgends. Hier ist ihre Puppe, aber die nimmt sie überall mit hin. Wo ist sie? Entschuldigt bitte, hallo. Habt ihr hier ein kleines Mädchen gesehen? So sieht sie aus. Sie ist sehr niedlich. Oh, sorry, wir haben sie hier nicht gesehen. Wo könnte sie nur sein? Oh, mein Telefon, hallo? Ja, ja, oh mein Gott, ich danke Ihnen. Oh, wo ist sie? Oh, mein Engel, mein Liebling. Mami hat überall nach dir gesucht. Hi, Mami. Oh, vielen Dank, dass Sie sie zurückgebracht haben. Aber wie konnten Sie mich erreichen? Oh, sie trägt dieses Armband. Ich habe nur die Nummer angerufen. Ach, herrje, ich vergaß, dass ich ihr dieses Armband gemacht hatte. Ich habe Angelschnur genommen und dann die Perlen. Herzen, damit es schön aussieht. Und dann meine Telefonnummer. Natürlich auch ihren Namen und dann noch mehr Herzen. Vielen Dank, dass Sie Annie zurückgebracht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Annie, winke deiner Retterin zum Abschied. Mal macht so viel Spaß. Ein hübsches Bild, Liebling.
Schau mal, ich habe Blumen gemalt. Und die Sonne und den Himmel auch. Eine wahre Künstlerin, mein kleiner Picasso. Was würde ich nur ohne meinen Engel tun? Oh, was ist passiert? Das sieht grässlich aus. Lecker, ich liebe Malen. Schatz, darüber haben wir doch gesprochen. Gib mir den Stift. Wir müssen uns unterhalten. Stifte sind giftig und nicht gut für Zähne oder deinen Bauch. Ich bin ein Bild. Ich brauche eine Auszeit. Oder? Ich probiere etwas aus. Nimm eine Schüssel mit Schokoladendrops. Lass sie schmelzen. Fülle die flüssige Schokolade in eine Backspritze. Noch ein bisschen. Das sollte reichen. Fülle die flüssige Schokolade in einen Strohhalm. Dann stellst du die Strohhalme in den Kühlschrank. Entferne den Strohhalm, wenn die Schokolade fest ist. Lass uns kreativ werden. Spitze die Schokolade wie einen Stift. Achte darauf, dass der Spitzer sauber ist. Dann stippst du das Stiftpapier über die Schokolade. Fertig ist der essbare Stift. Du kannst auch mehrere Farben nehmen. Liebling, ich habe neue Stifte für dich. Wow, die riechen wie Schokolade. Es ist Schokolade. Viel besser. Ich sollte besser aufräumen. Das ist mein Lieblingsspiel. Oh, Schatz, du glühst ja immer noch, diese verflixte Erkältung. Lass mich die um dich legen, um es dir gemütlicher zu machen. Du brauchst auch noch dicke Socken und eine Mütze, damit dein Kopf warm bleibt. So, ich gebe dir jetzt noch deine Medizin. Hä? Ist das eine der Socken, die ich hier gerade angezogen habe? Mama, ich will das ganze Zeug nicht anhaben. Dann nimm wenigstens deinen Hustensaft. Ich mach dir einen Löffel fertig. Okay, Anni, hier kommt er. Mund auf. Nein! Dieses Kind. Heute treibt sie mich in den Wahnsinn. Okay, hier kommt das Flugzeug. Nein, du kannst mich nicht zwingen. Ich hasse die Medizin. Oh, Süßigkeiten. Hatschi, ich liebe Lutscher. Auf keinen Fall, mit dem wird es deinem Hals nur noch schlechter gehen. Ich hasse es, krank zu sein. Und du bist gemein, Mami. Ja, ja, ich bin schrecklich, weil ich will, dass es dir besser geht. Moment mal, vielleicht war der Lutscher doch keine schlechte Idee. Ich mache einfach ein bisschen Hustensaft drauf. Und dann noch ein paar Streusel, um den Geschmack zu überdecken. Anni, Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Hier kommt dein Lutscher, genau wie du wolltest. Juhu, Lutscher sind die Besten. Rein damit. So ist's gut. Hä? Hä? Tschii! Oh, aha, verstehe. Mami, du hast Streusel im Haar. Kuchen ist fast fertig. Fehlt nur noch die Streusel. Er sieht köstlich aus. Mama darf nicht wissen, dass ich hier bin. Dieser Kuchen wird mein sein. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Aber ich muss bis morgen warten. Es ist Zeit fürs Bett. Ist sie weg? Die Gefahr ist vorbei. Ich wusste, dass es sich lohnen würde, sich 5 Stunden lang zu verstecken. Es ist Zeit für Kuchen. Wow, schau ihn dir an. Ich glaube, ich bin verliebt. Er ist herrlich. Ich muss mich zurückhalten. Ich probiere mal ein kleines Stück. Wow, Mama ist eine tolle Bäckerin. Alles ist im Begriff, chaotisch zu werden. Das ist so lecker. Du gehörst mir. Das werde ich genießen. Los geht's. Das war so gut. Und ich bereue keinen einzigen Bissen. Das letzte Stück. Was für ein toller Schlaf. Hey, Bar, ist das mein Kuchen? Das ist nicht so, wie es aussieht. Was ist los? Ich kann es nicht glauben. Das geschieht jedes Mal. Moment mal, ist das eine Spinne? Oh, aber es bringt mich auf eine Idee. Ich stelle diese Schüssel mit den leckeren Süßigkeiten in den Kühlschrank. Hat jemand Süßigkeiten gesagt? Oh, die muss ich haben. Ich hoffe, niemand isst sie. Das ist meine Chance. Mama wird nie erfahren, dass ich es war. Das wird toll. Was zum Spinnen? Sie sind überall. Ich wusste, das würde funktionieren. Oh, die Spinnen habe ich vergessen. Das wird dich lehren, Ava. Das ist ja so aufregend. Es gibt so viele Tiere. Sieh dir das an. Es ist ein kleines, flauschiges Häschen. Und so niedlich. Es ist bezaubernd. Ava, du musst an meiner Seite bleiben. Aber Mama, das Häschen. Wow, ich liebe dieses Häschen so sehr. Das ist das Niedlichste, das ich je gesehen habe. Ich frage mich, was es jetzt gerade macht.
Ich wünschte, ich hätte mein eigenes Häschen. Ava, ist etwas nicht in Ordnung? Schau dir das an. Oh, wie süß. Ich will ein Häschen als Haustier, Mama. Bitte. Ich füttere es jeden Tag mit Karotten. Wir reden später weiter. Und warum? Sieh es dir an, Mami. Ava, hör auf damit. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde Kleber auf den Mittelfinger dieses Gummihandschuhs geben. Dann klappe ich den Finger um und drücke ihn nach unten. Dann drehe ich den Handschuh um. Ich brauche wieder den Kleber. Ich gebe eine kleine Menge Kleber auf den kleinen Finger und den Daumen und klappe sie um. Jetzt brauche ich einen Markierstift. Ich zeichne zwei Augen. Dann ein paar Schnurrhaare. Und einen Mund. Dieser flauschige rosa Ball wird die perfekte Nase sein. Als nächstes brauche ich einen Pappbecher und einen Strohhalm. Ich mache ein kleines Loch in die Seite des Bechers und schiebe den Strohhalm hinein. Dann stülpe ich die Handschuhe über den Becher. Ich muss sicherstellen, dass es gesichert ist. Ich schiebe den Handschuh vorsichtig in den Becher. Sieh mal, was ich habe, Ava. Wenn ich in den Strohhalm puste, springt ein Hase heraus. Das ist ziemlich cool, oder? Ich habe eins für dich gemacht. Wirklich, Mama? Das ist großartig. Komm raus, kleines Häschen. Wahnsinn, das könnte ich den ganzen Tag machen. Wer kann das Häschen am schnellsten erscheinen lassen? Ich habe gewonnen. Danke, Mami. Das ist wirklich toll. Es gibt doch nichts über einen freien Tag, an dem man sein Auto wäscht. Puh, heute ist es echt heiß. Oh, hallo. Ich ziehe besser meine Wampe ein. Das hättest du sehen sollen. Oh, sieh mal. Niemand kann meinen Haaren widerstehen. Hey, Ladies. Soll das witzig sein oder so? Ein Klassiker. Sie lachen mit mir. Oder lachen sie mich aus? Oh, nein. Ah, das ist typisch. Naja, zurück zur Arbeit. Es soll blitzeblank werden. Tadellos. Gute Arbeit. Damit bin ich zufrieden. Ich bin bereit für die Schule, Papi. Spring rein, Kleines. Ja, und los, Papi. Zuerst schalten wir Musik ein. Ich liebe dieses Lied. La, 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 la. Nein! Was machst du? Ups, sorry. Ich habe gerade das Auto geputzt. Deshalb kann ich trotzdem tanzen. Woohoo! Hast du mir nicht zugehört? Schon gut. Durchatmen. Erinnere dich an deine Yogastunden. Hey, ich habe eine Idee. Das T-Shirt löst all meine Probleme. Das ziehe ich über die Kopfstütze. Und bis zum Sitzende runter. Jetzt kannst du tanzen, Kleines. Danke, Papi. La, 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 la. Auf geht's. Schuh, weg, weg mit euch. Komm, ich sprühe dich mit Anti-Mücken-Spray ein. Nee, das ist eklig. Wo gehst du hin? Naja, ich hab's versucht. Nee, nee, fang mich doch. Hier kann ich in Ruhe meine Süßigkeiten essen. So ein interessantes Buch. Mh, so süß. Oh nein. Verschwindet, Mami, lass mich in Ruhe. Hm? War das Liam? Ach, das war nur Einbildung. Rette mich! Nimm das! Oh, jetzt sind sie wütend. Du musst mir helfen, Mami. Die Moskitos haben mich gestochen. Die sind stinksauer. Keine Sorge, Schatz. Ich helfe dir. Du brauchst nur ein paar Tropfen davon. Die gebe ich auf deine Schweißbänder. Das hält die Moskitos fern. So lassen sie dich in Ruhe. Jetzt gib mir einen Kuss. Ew, da würde ich ja lieber mit den Moskitos abhängen. Ich bin zurück und zeig euch, wo es lang geht. Haha, nehmt das. Schlafenszeit, Liebling. Hier ist dein Teddybär. Danke, Papi. Gute Nacht, Ava. Schlaf gut, bis morgen. Hey. Hier ist es voll dunkel. Das gefällt mir nicht. Oh,
Oh. Na toll, jetzt ist mein Chakra durcheinander gekommen. Ich komme, Liebes. Was ist hier los? Willst du kämpfen? Ich meine, alles in Ordnung? Es war so dunkel und so stürmisch. Schon gut, keine Sorge. Alles ist in Ordnung. Ich bin ja da. Wie wär's mit einer Geschichte? Mach die Augen zu. Es war einmal. Und sie schläft. Geh nicht. Sch, ich bin ja da. Schön langsam. Papi, das ist besser. Oh, komm schon. Ich hab da eine Idee. Der Gummihandschuh wird nützlich sein. Ich gebe den Handschuh in das Glas. Stülpe den Handschuh über den Rand. In ein anderes Glas fülle ich Reis. Dann fülle ich den Reis in den Handschuh. Und dann nehme ich den Handschuh aus dem Glas und mache einen Knoten hinein. Das sollte funktionieren. Den platziere ich auf Avas Arm. Yes! Jetzt kann ich mich rausschleichen. Au! Mein Zeh! Nicht weinen! Hey, Dad! Lass uns tanzen! Na los, das wird lustig! Lass uns rausfinden, wer besser tanzen kann. Ist das eine Herausforderung? Dann mal los! Ich wette, das kannst du nicht! Du bist dran! Dein alter Herr hat ein paar Moves drauf. Gib's zu, du bist beeindruckt. Puh, das ist anstrengender als gedacht. Wer findest du tanzt am besten? Ich! Stimmt für mich. Oder es gibt Hausarrest. Heute ging es an der Börse erst nach oben und dann wieder runter. Wow, die Nachrichten waren auch schon mal interessanter. Gut, ich schalte mal um. Mal sehen, was sonst noch so kommt. Also gut, auf zu unserem nächsten Shoppingartikel. Wir haben hier ein besonderes Spielzeugauto. Es ist fantastisch. Das Angebot ist natürlich begrenzt, also greifen Sie zu. Das darf nicht in Ihrer Sammlung fehlen. Und es ist nicht nur ein Spielzeugauto, oh nein, es ist ein ferngesteuertes Auto. Die Fernbedienung ist im Taschenformat, sodass sie leicht mitgenommen werden kann. Wow! Das ganze Paket bekommen Sie zum kleinen Preis von nur 100 Euro. Greifen Sie schnell zu. Mama, bitte! Kann ich das haben? Bitte, 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 Mama! Ach, herrje, das ist so teuer, aber Jared will das so sehr. Ich schau mal, was ich an Bargeld übrig habe. Oh nein! Mama, du hast kein Geld mehr? Na gut, ich brauche das Auto auch nicht. Oh je, er ist so ein guter Junge. Er tut so, als ob es ihm nichts ausmacht. Aber ich weiß, dass er sehr enttäuscht ist. Sekunde, er isst die Kekse, die ich ihm gebacken habe. Das bringt mich auf eine Idee. Okay, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ja, da ist es. Ich wusste, dass es hier drin ist. Jared, Schatz, ich habe etwas für dich. Wenn es nicht das ferngesteuerte Auto ist, will ich es nicht. Ist es nicht, aber damit bekommst du dein Auto, wenn du es wirklich willst. Ich habe diese Münze und ich füttere damit deinen neuen Freund. Er hilft dir beim Geldsparen. Wow, er hat die Münze gegessen. Ich will ihn auch füttern. Wir müssen ihn nur weiter mit Geld füttern. Wenn wir ihn gut füttern, haben wir bald genug, um das Auto zu kaufen. Hier hast du eine neue Münze, Kumpel. Klingt, als ob er voll ist. Ist er bestimmt. Lass uns nachsehen, wie viel Geld er gefuttert hat. Okay, hier kommt das ganze Geld, Mama. Oh, das ist viel. Das ist bestimmt genug. Ich bin gleich wieder da. Schau mal, was ich habe. Tada! Dein nagelneues ferngesteuertes Auto. Juhu, mein Auto. Ich habe ein neues Auto. Danke, Mama. Und dir danke ich auch, Kumpel. Oh, Schatz, du hast so gut gespart. Ein Lutscher, bitte. Gute Wahl. Ihr Rückgeld. Hier für dich, Betty. Komm, wir gehen weiter. Lecker. Warte kurz, mein Schatz. Ich muss kurz ans Telefon. Hallo? Oh, hey, schön von dir zu hören. Mami! Wirklich? Das ist unfassbar. Okay, Betty. Mein Lutscher! Den muss ich aufheben. Sieht schmutzig aus. Wo ist mein Ballon hin? Nein, der ist weg! Tut mir leid, Ballon. Warum muss mir sowas passieren? Betty, was ist denn los? Oh, ich rufe dich zurück.
Ist schon gut, mein Schatz. Mami ist für dich da. Ein Notfall. Freut mich, Geschäfte zu machen. Oh, ich hätte studieren sollen. Das darf nicht noch einmal passieren. Ich binde die Schnur einfach um den Lutscher. Das sollte reichen. Hier für dich, Betty. Wow, danke, Mom. Hey, mein Ballon fliegt nicht mehr weg. Oh, das freut mich, mein Schatz. Ich bin so glücklich für dich. Mami? Oh, Mami macht das schon. Oh, mal was anderes. Das macht so Spaß. Voll das hübsche Bild geworden. Ich brauche noch mehr Grün. Oh, guck mal, meine kleine Künstlerin, hä? Huh? Hi, Mami. Oh nein, was war das denn? Habe ich mich auf den Hamster gesetzt? Oh, deine Wachsmalstifte. Oh nein, wie soll ich denn jetzt malen? Schon gut, Mami denkt sich was aus. Also hoffentlich. Wieso muss mir sowas passieren? Das ist ein Desaster. Hm, das könnte nützlich sein. Ein Versuch ist es wert. Die kaputten Stifte lege ich in die Form. Und dann fülle ich die Zahlen aus. Damit bin ich fertig. Nun gebe ich die Form in den Ofen. Damit das Wachs schmilzt. Das ist fast so wie Kuchenbacken. Hoffentlich funktioniert das. Und nun nehme ich die Form aus dem Ofen. Achtung, heiß! Dann lasse ich es abkühlen und nehme sie aus der Form. Sieht total gut aus. Und dann lege ich sie erstmal hier auf den Teller. Hoffentlich gefällt das Cheryl. Das waren meine Lieblingsstifte. Alles gut, mein Schatz. Guck mal, was ich hier für dich habe. Sind das Wachsmalstifte? In Form von Zahlen. Welche nehme ich zuerst? Guck mal, Mom, wie bunt das ist. Schön, dass es dir gefällt. Total. Oh nein, Mom. Oh, ich glaube, ich brauche echt mal Urlaub. Wieso? Nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Ich freue mich so aufs Theater. Mann, hab ich schlecht geschlafen. Mir geht's nicht gut. Alles tut mir weh. Hallo, Schlafmütze. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Oh, mal sehen, ob du Fieber hast. Hier ist dein Fieberthermometer. Tu das auf deinen Kopf. Und dieser Hustensaft wird helfen. Mund auf. Igitt, du musst dich ausruhen. Aber das Theater, ich habe mich so drauf gefreut. Oh, das tut mir leid, mein Schatz, aber du bist krank. Oh, obwohl, Moment mal, ich glaube, ich weiß, was dich aufheitern wird. Nimm eine Schachtel und schneide ein Viereck hinein. Lege die Schachtel horizontal hin und klebe Klebestreifen auf das Loch. Wiederhole dies mit verschiedenen Klebebandfarben. Wechsel die Farben so lange ab, bis das Loch zu ist. Dann schneidest du das Klebeband ab. Und nun brauchst du zwei Taschentücher. Falte sie zusammen. Etwa so. Klebe die Taschentücher in das Innere der Schachtel. Mache zwei Schlitze in den Deckel und stecke Eisstiele hindurch. Und dann malst du Figuren und klebst sie an den Eisstielen fest. Bist du bereit für die Show? Wow, das ist ja toll! Wenn du nicht ins Theater kannst, kommt das Theater eben zu dir. Na, gefällt dir das? Wow, Zugabe! Na, das war etwas widerlich. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Jetzt sind wir beide krank. Na toll. Nein, du kommst hier nicht rein. Geh weg. Liam, mach sofort die Tür auf. Du hast eine 6 bekommen. Aufmachen. Nein, Mathe ist doof. Ich hasse Mathe. Ich muss mich vor Mami verstecken. Sie ist super sauer. Liam, wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh nein, sie hat die Tür aufgekriegt. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken. Wir müssen über diesen Test reden. Na gut, dann nehme ich deinen Game-Controller mit. Puh, sie ist weg. Ich wusste, dass sie mich hier nicht findet. Blöder Mathe-Test. Ich muss diesen Bericht fertigstellen. Es nimmt einfach kein Ende.
Oh, hi, Kevin. Hey, Cheryl. Schau mal, wen ich gefunden habe. Sie hat die Keksschublade geplündert. Hi, Mami. Ich besorge besser einen Keksnachschub. Bis später. Oh, was ist das, Mami? Sieht lustig aus. Ich fühle mich so erwachsen. Ich muss kurz telefonieren. Warte hier. Okay, Mama. Hallo? Ich brauche diese Konten sofort. Das ist mein Ernst. Sie müssen in den Bericht rein. Was soll das heißen? Sie haben sie nicht? Hier, für dich, mein Schatz. Nein, ich rede mit meiner Tochter. Oh, ich wollte mit dem Laptop spielen. Mal Mami ein schönes Bild. Nein, das war wieder meine Tochter. Meine ist langweilig. Das macht viel mehr Spaß. Ich helfe Mama bei der Arbeit. Ich will es innerhalb einer Stunde auf meinem Schreibtisch. Essie, was machst du da? Hände weg von meinem Laptop. Was habe ich dir gesagt? Es ist kein Spielzeug. Ich darf nie lustige Dinge machen. Bleib sitzen und benimm dich, verstanden? Puh, ich bin ein Freigeist. Ich gehe, wohin ich will. Hat Kevin Ihnen die Zahlen geschickt? Lass los, der gehört mir. Cheryl, Essie hat meinen Laptop geklaut und will ihn nicht zurückgeben. Oh, dieser Tag wird immer schlimmer. Ich rufe zurück. Essie, gib Kevin seinen Laptop zurück. Gut, aber er hat angefangen. Bitte sehr. Und Kevin, niemand mag Bürotratsch. Hä? Hat sie mich gerade zurechtgewiesen? Wir reden später. Und was dich angeht, junge Dame? Tut mir leid, Mami. Ich verspreche, lieb zu sein. Ich kann dir einfach nicht böse sein. Aber lass Kevins Laptop in Ruhe. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich brauche dieses Stück Pappe. Das hat etwa die richtige Größe. Ich überziehe die Pappe mit Silberpapier und habe in der Mitte eine Falte gemacht und habe einen Ausdruck meines liebsten YouTube-Kanals. Ich klebe das auf die obere Hälfte und unten kommt eine Tastatur hin. Ich mache Luftpolsterfolie über die Tastatur. Jetzt hat Essie ihren eigenen Laptop. Muss anfassen. Nimm den hier stattdessen. Wow, danke, Mama. Vielleicht bekomme ich jetzt etwas Arbeit erledigt. Das ist toll. Ich schicke eine E-Mail an Kevin. Oh, so süß. Die wären ein tolles Team. Also, bekomme ich dafür einen Zuschlag? Kevin, ich bezahle dich nicht fürs Reden. Wo ist mein Kakao? Oh, okay. Bitte sehr. Genau, wie Sie es mögen. Oh, das brauche ich wirklich. Was für ein anstrengender Tag. Wow, Essie ist ein strenger Chef. Kevin, ich will den Süßigkeitenordner. Kommt sofort und ich hole schnell dein Mittagessen. Ja, mehr Geld, das ich in mein Sparkästchen schmeißen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich mir den neuen Welpen leisten kann. Welpe, Welpe, Welpe. Welpen sind die besten. Ich sollte mir schon mal einen Namen überlegen. Oh je, es ist total staubig in diesem Zimmer. Meine Gina, nein! Komm zurück! Oh nein! Das wird ja immer schlimmer, wenn du nicht runterfallen. Oh nein, das passiert! Über die Kante! Oh je, es ist kaputt gegangen! Oma, was ist mit meinem Welpensparkästchen passiert? Keine Sorge, Oma kann das reparieren. Ich brauche nur etwas Pappe. So, aber ich brauche noch ein paar davon, um mehrere Schichten zu machen. Und dann füge ich noch etwas Farbe hinzu, denn es soll ja auch schön sein. Für dieses runde Teil werde ich etwas Heißkleber brauchen. Und das Hündchen kann sich direkt draufsetzen. Als nächstes füge ich hier ein Gefäß mit einem Schlitz im Deckel hinzu. Füttere das Hündchen. Oh mein Gott, schau dir diese Münze an. Sie fällt direkt in das Glas. Ja, sie hat es mit dem Rest der Münzen nach unten geschafft. Oh, es ist so schwer, so durch die Tür zu kommen. Ja, geschafft. Oh mein Gott, Schätzchen, was ist passiert? Oh, naja, ich habe Fußball gespielt. Du wirst nicht glauben, wie schnell ich hinter dem Ball hergelaufen bin. Okay, und was ist dann passiert? Dann habe ich mit einem ihrer Stürmer um den Ball gekämpft. Sie war eine harte Nuss, aber ich wusste genau, was ich tat. Ich habe ihr den Ball abgenommen und ihn dann über das Spielfeld getribbelt. Und dann, naja, bin ich gestolpert. Über meine eigenen Füße bin ich hingefallen. Und dann haben wir deshalb das Spiel verloren, nur weil ich gefallen bin. Oh, ich bin echt sauer. Oh, sie tut mir echt leid. Sie liebt es, Fußball zu spielen. Hm, ja, ich habe eine Lösung. Also, ich nehme diese Pizzaschachtel und öffne sie so. Oh, macht dir doch nichts aus, oder? Okay, jetzt, wo die Pizza aufgegessen ist, kann ich anfangen, diese Ecken zuzukleben. Super, nun brauche ich etwas grünes Papier und natürlich etwas Deko. Ich möchte, dass es wie ein echtes Fußballfeld aussieht. Und jetzt Strohhalme. Ich biege sie, schiebe sie zusammen und befestige sie dann mit etwas Kleber. Fehlt nur noch etwas Stadiondekoration, damit es lustig aussieht. Okay, dieser Strohhalm ist für dich und dieser für mich. Und pusten. Oh, ich werde dich kriegen. Du musst schon härter pusten, um mich zu schlagen. Oh, du hattest mich fast, aber ich habe eine tolle Verteidigung. Ich werde dich auf keinen Fall gewinnen lassen. Oh ja. Tor! Gewonnen! Ha. Na gut, dann wird es Zeit für eine Revanche. Und los. Hm,
niemand schaut. Das ist also meine Chance, einen Snack auszupacken. Oh, warum lässt sich diese Tüte so schwer öffnen? Komm schon, ich brauche Snacks. Oh nein, die Tüte ist kaputt. Das war's mit all meinen Hoffnungen und Träumen von einem leckeren Snack. Hey, schaut mal, kostenlose Süßigkeiten. Schnappt sie euch. Halt, das sind meine Süßigkeiten. Hört auf damit. Oh, da ist nur noch eins für mich übrig. Soll das ein Witz sein? Das ist frustrierend. Oh, alle haben ihr die Süßigkeiten geklaut. Vielleicht kann ich ihr helfen. Was zum Teufel machst du da? Psst, hey, ich habe eine Lösung für dein Süßigkeitenproblem. Schau mal, das ist mein kleines Versteck. Drück auf die Nase. Siehst du? Er ist ein Süßigkeitenspender. Ich zeig dir, wie ich ihn gemacht habe. Zuerst nehme ich ein Stückchen Pappe. Dann habe ich drei weitere hinzugefügt. Dann kam dieses Basisstück dran. Für den nächsten Teil brauchst du natürlich noch mehr Pappe, aber auch kleine Stäbchen. Wir brauchen diese Form, ein weiteres Stäbchen und zwei kleine Gummibänder. Das Ganze kommt nun in die Kiste, die wir bauen. Es sollte leicht hineinpassen. Ich schiebe es nach unten und hake das Gummiband an diesem Stäbchen hier ein. Ich benutze eine Pinzette, um es ein bisschen einfacher zu machen. Vergiss nicht, das Gummiband auch auf der anderen Seite zu befestigen. Dann drücke ich es zurück und die Süßigkeiten rutschen heraus. Jetzt decken wir alles ab und fügen ein paar kleine Rampen hinzu, die nach unten führen. Wir wollen auch die Vorderseite abdecken, damit sie hübscher aussieht. Fast geschafft. Ich habe diese Plastikhülle hinzugefügt, um die Süßigkeiten aufzubewahren. Und dann noch ein süßer kleiner Deckel, damit die Süßigkeiten nicht herausfallen. Schau, sie lässt sich sogar aufklappen, damit du bei Bedarf mehr Süßigkeiten hineinlegen kannst. Oh, schau nur, wie lecker das ist. So bunt. Schließe den Deckel und füge etwas Deko hinzu. Wow, erstens, diese Süßigkeiten sind toll. Und zweitens, dieses Schwein ist so süß. Na gut, ich gehe jetzt besser zurück an meinen Platz. Mann, diese Nachmittagssnacks sind schlecht. Bah, langweilig. Hey, warum schaust du nicht da rein? Mama füllt ihn immer wieder auf. Schau mal. Dieser Kuchen war heute Morgen definitiv nicht hier. Lass uns essen. Ich frage mich, wie viele Stücke es gibt. Sei vorsichtig damit, okay? Die Löffel bereit. Haha, das wird der Hammer. Ah, so befriedigend, findest du nicht? Moment, da ist ein Zettel unter diesem Ding. Kuchen für Mama? Was haben wir getan? Können wir noch einen Kuchen backen? Könnten Marshmallows helfen? Mit Schokolade geht das. Quadratische Schokoladenstücke einfach auf den Teller legen. Dann ein paar riesige Marshmallows auflegen. Und schließlich eine Weile im Ofen backen. Bis später. Wenn alles so aussieht, ist er fertig zum Herausnehmen. Pass auf, er ist super heiß. Nun schau dir diese Schönheit an. Mama wird es lieben. Sie ist wieder da. Oh Gott. Hallo, mein Süßer. Du hast an meinen Geburtstag gedacht. Hier, nimm das. Na, also wenn das nicht originell ist. Ein geschmolzener S'mores Dip. So klebrig und warm. Schmeckt wie Sommer auf dem Teller. Super, du bist der süßeste Sohn aller Zeiten. Liebe dich. Ja, ich kann es kaum erwarten, dies zu probieren. Limonade 5 Cent. Frisch gepresst von mir selbst. Kommt und kauft es. Hallo zusammen. Es gibt genug davon. Kommt schon. Oh, ihr seid wohl durstig, oder? Das ging ziemlich schnell. Ich habe keinen einzigen Tropfen mehr. Was soll ich denn jetzt verkaufen? Was ist passiert? Ich habe nichts mehr. Oh, das ist aber schade. Aber vielleicht kannst du den Saft austauschen. Siehst du diese Wassermelone? Steck das Ding direkt durch die Schale. Dann zieh es heraus. Und hier hast du einen kleinen Ausgießer, siehst du? Einfach das Ding einstecken und los geht's. Passt perfekt. Mit einem Messer schneide ich nun ein Quadrat aus der Oberseite. Verwende diesen Mixer, um sie zu entsaften. Da kann man alles sehen. Und jetzt kommt der lustige Teil. Eine Tasse Wassermelonensaft, bitte. Frischer geht es einfach nicht. Und jetzt meine Belohnung für all die harte Arbeit. Ah, jetzt müssen wir nur noch das Zeichen ändern. So, das war's. Okay, bring die Kunden rein.
Es gibt genug für alle. Schatz, was ist denn hier los? Du hast Mamis Gesichtsmasken deinen tierischen Freunden aufgesetzt. Ja, ich habe auch eine. Wir machen eine Schönheitsparty. Ich sehe schon, die waren eigentlich Mamas Vorrat. Und wie ich sehe, hast du sie alle aufgebraucht. Und auch Mamis Aufkleber gegen Pickel. Das war nicht in Ordnung. Ich muss mit ihr darüber reden. Schatz, du darfst meine Sachen nicht einfach benutzen, ohne zu fragen. Nein, das sind meine und wir machen eine Schönheitsparty. Gib den her. Nimm einfach den kleinen Anspitzer. Hier. Das ist ein ziemlich großer Anspitzer. Ich frage mich, ob man den auch für Gemüse nehmen kann. Natürlich, die Gurke ist eigentlich eine Frucht, aber ich versuch's trotzdem mal. Wow, der Bleistiftanspitzer funktioniert tatsächlich als Schneider. Ich habe die ganze Gurke dünn aufgeschnitten. Und jetzt zu meiner eigenen, ganz persönlichen Schönheitsparty. Frische Gurke ist gut für die Haut. Damit kann ich meine eigene Gesichtsmaske machen. Mami, guck mal. Ich habe dir ein Bild gemalt. Es ist eine Blume. Oh, ein Snack. Ich habe ein bisschen Hunger. Leckere Gurke. Oh, Annie, du hältst mich ganz schön auf Trab. Das wird lustig. Du könntest einen neuen Look vertragen, Sophia. Keine Sorge, ich bin ein Profi. Das wird dir gefallen. Du siehst umwerfend aus. Hey, Sophia, wach auf. Hä? Was ist denn? Ah, meine Haare! Was hast du angestellt? Gefällt es dir nicht? Was ist denn hier los? Oh, sieh nur, was sie angerichtet hat. Keine Sorge, das wächst wieder nach. Hör zu, Cheryl, das darf man nicht machen. Das ist nicht nett. Jetzt ist deine Schwester traurig. Oh, ich hab's. Das wird dir gefallen. Hier, das ist für dich. Oh, danke. Gern geschehen, Liebling. Ich spiele jetzt damit. Und ich halte ein Mittagsschläfchen. Wow, das macht echt Laune. Der kleine Mann hier kommt weg. Die Knete stecke ich hier rein. Okay, jetzt kann's losgehen. Jetzt drücke ich den Hebel. Wow, seine Haare wachsen ja. Das ist echt toll. Er sieht lustig aus. Wow, das gefällt mir. Ich verpasse ihm eine Frisur. Die sieht gut aus. Das hier muss auch geschnitten werden. Vielleicht sollten wir den Rasierapparat nehmen. Schon besser. Yeah, eine Glatze. Das bringt mich auf eine Idee. Dafür brauche ich eine echte Schere. Nicht bewegen, Omi. Nein! Das riecht echt gut. Hast du Spaß, Liebling? Ich bin ein Koch, Mami. Ich koche Abendessen. Es fehlen nur noch ein paar Zutaten. Oh, ich hasse Bügeln. Das ist so langweilig. Cheryl, was machst du da? Hab ich doch gesagt, ich koche. Mein Make-up ist ruiniert. Oh, ich hab's. Das ist ein Notfall. Aha, genau das, was ich jetzt brauche. Das wird mir den Tag retten. Kochen ist echt einfach. Ich hab etwas für dich. So eine Sauerei. Ich putze das schnell weg. Hä? Für dich? Wow, danke, Mom. Zieh den Schwanz ab. Wow, so viele kleine Kugeln. Das stülpe ich über die Öffnung. Und jetzt benutze ich die Pumpe. Sieh mal, Mami. Ich fülle es mit Glitzer auf. Das ist so schön. Was kommt jetzt? Quatsch, quatsch. Rein mit dir. Oh, ein Poppet kommt auch hinein. Und jetzt? Mehr Glitzer. So viele verschiedene Farben. Oh, Knete. Die kommt auch hinein. Vorsichtig. Das wird sowas von gut. Jetzt kommt der Deckel drauf. Wow, wie toll ist das denn?
Sieh mal, Mom. Echt schön, Liebling. Cheryl, tu das nicht. Ich mach noch einen Luftballon. Nein! Meine Zeichnung ist so schön. Ich will diesen Stift. Gib ihn mir. Nein, halt, er gehört mir. Lass los, ich will ihn. Du bist ja gemein. Ha, ich hab's. Mami! Psst, sei still. Sag Mama nix. Lass mich nachdenken. Mami! Was soll der Lärm? Stacy hat meinen Orangenstift genommen. Jetzt kann ich nicht mehr zeichnen. Nein, Mama, sie ist eine Lügnerin. Hab ich gar nicht gemacht. Seid nett, Mädels, oder sonst. Ich liebe euch beide. Liebe dich, Mama. Du bist so eine Petze. Mama, Mama! Ach ja? Ich zeig's dir. Aua, meine Haare! Mama! Wer ist jetzt die Petze, hm? Mandy, hör auf damit, jetzt sofort! Ich meine es ernst, das ist vorbei, hörst du mich? Ja, Mama, Entschuldigung. Mama ist sauer und du bist schuld an allem. Mit den beiden ist immer etwas los. Nimm das! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich sehe besser nach den beiden. Ich bring dich um! Ihr beide, hört auf damit, das war's! Du kommst jetzt mit mir! Nimm Mandy, sie ist die Böse! Ihr beide, ab in die Küche, sofort! Los, Stacy! Das ist so unfair! Die werdet ihr brauchen. Was soll ich damit machen? Ja, Mama? Ich zeige es euch. Ihr könnt diese Zwiebeln hacken. Ach, Mama! Hört auf zu jammern und macht weiter. Das wird euch für eine Weile beschäftigen. Igitt, die stinken. Bringen wir es hinter uns? Ich hasse es. Was werden wir jetzt tun? Aua, das brennt. Ich weine tatsächlich. Ich kann überhaupt nichts sehen. Es muss doch einen einfacheren Weg geben. Warte mal, ich weiß. Ich kann diesen Topfdeckel benutzen. Er wird mich schützen. Du siehst ja komisch aus. Guck mal, jetzt kann ich die Zwiebeln hacken. Das ist eine tolle Idee. Ich fühle mich wie eine Astronautin. Wie läuft es bei euch? Habe ich einen Schreck gekriegt? Ihr seht lächerlich aus.